Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Spanart. Mein Name ist Roman Stabauer. Ich bin Oberingenieur am Institut für Werkzeug- und Fertigungstechnik der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Mein Name ist Sebastian Wulff und ich bin als Anwendungstechniker und Produktmanager bei der Tool Factory in Burscheid tätig. In unserer ersten Folge zeigen wir euch, wie sich ein Span bildet, was gute und schlechte Späne sind und welche Haupteinflussgrößen es darauf gibt. Ja, ganz genau. Und am einfachsten zeigen wir euch das an einem Drehprozess, denn hier haben wir einen konstanten Schnittvorgang und eine geometrisch bestimmte Schneide. Hier seht ihr, wie eine Welle längs gedreht wird. Wenn wir während dieses Vorgangs einen Schnitt durch das Werkstück und die Schneidplatte machen, können wir Folgendes sehen. Zum einen die Schneidplatte, die den Schneidkeil darstellt, den Freiwinkel, welcher den Schneidkeil vom Werkstück trennt, und den Spanwinkel, wo über die Spanfläche der Span abgeleitet wird. Auf die Winkel und deren Einflüsse gehen wir später noch genauer ein. Fangen wir damit an, wie sich ein Span überhaupt bildet. Der Schneidkeil dringt bei der Zerspanung in den Werkstoff ein und verformt ihn dadurch elastisch und plastisch. Sobald die Belastungsgrenze des Werkstoffs überschritten wird, fließt der Werkstoff, es bildet sich eine sogenannte Scherzone und der Span entsteht. Hierbei entstehen Temperaturen von mehreren 100 Grad Celsius. So viel zur Theorie. Aber was ist nun ein guter und was ist ein schlechter Span? Im Grunde genommen ist ein guter Span der Span, der mich bei der Herstellung meines Werkstücks am wenigsten oder gar nicht beeinträchtigt. Es können beispielsweise diese kurzgebrochenen Späne sein, die sich leicht aus dem Bearbeitungsbereich und der Maschine abführen lassen. Ja, leider gibt es natürlich auch ungünstige Späne. Das sind in der Regel sehr lange Späne, wie zum Beispiel Bandwirr- oder Wendelspäne. Die haben das Problem, dass sie das Werkstück oder das Werkzeug beschädigen können bei der Zerspanung, sich im Maschinenraum ansammeln können und so schlecht abtransportiert werden können. Es werden hierbei aber nicht nur Spanformen unterschieden, sondern auch Spanarten. Die Spanart sagt etwas über die Struktur im Span selber und die Scherung aus, wohingegen die Spanform das äußere Erscheinungsbild des Spans, zum Beispiel Länge und Windung, beschreibt. Fangen wir mit den Spanarten an. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Spanarten: dem Reißspan, dem Scherspan und dem Fließspan. Beim Reißspan eilt der Schneider einen Riss voraus und der Span bricht mehr aus, als dass er geschert wird. Der Reißspan tritt vor allem bei spröden Werkstoffen auf, wobei eine raue Oberfläche entsteht. Auch kleine oder negative Spanwinkel und geringe Schnittgeschwindigkeiten können Reißspäne begünstigen. Beim Scherspan verschiebt sich das Span durch die starke Verformung parallel zur Scherebene und verschweißt dann wieder mit dem Rest des Spans. Die Seite, die über die Spanfläche reibt, bleibt hierbei durch die hohen Temperaturen und das Abgleiten oft glatt. Der Scherspan bildet sich vermehrt bei Stählen mittlerer Festigkeit. Ebenfalls wird dieser durch geringe Schnittgeschwindigkeiten begünstigt. Es entstehen zumeist kurze Späne. Ein Fließspan entsteht, wenn das Material so weich und umformbar ist, dass es nicht zum Bruch kommt, sondern eine gleichmäßige Scherung stattfindet. Da kann der Span theoretisch unendlich lang werden. Begünstigt wird dieser auch durch einen großen Spanwinkel und hohe Schnittgeschwindigkeiten. Dabei entsteht eine gute Werkstückoberfläche. Es stellt jedoch eine Herausforderung für die Spankontrolle dar. Sebastian hat euch gerade die Spanarten vorgestellt. Ich würde euch jetzt etwas über die Spanformen erzählen. Hier kann man die entstehenden Spanformen in für den Zerspanungsprozess günstige, akzeptable oder ungünstige Formen einteilen. Beispielsweise sind lange Band-, Wirr- oder Wendelspäne ungünstig, weil sie sich um das Werkzeug wickeln und zur Beschädigung der Schneide oder zu schlechten Werkstückoberflächen führen können. Ebenfalls kann das große Volumen der Späne zu Problemen bei der Spanabfuhr führen. Die Späne neigen dazu, sich im Bearbeitungsbereich anzusammeln, was wiederum zu Prozessunterbrechungen oder Beschädigungen am Werkzeug oder Werkstück führen kann. Am sichersten für einen Zerspanungsprozess sind kurze Späne, wie zum Beispiel kurze Wendel-, Spiral- oder Bröckelspäne. Diese lassen sich in der Regel gut aus dem Bearbeitungsbereich abführen, wodurch keine Gefahr für Werkzeug und Werkstück besteht. Positiver Nebeneffekt für jeden Mitarbeiter, der die Maschine bedient, ist, dass der Spänecontainer seltener entleert werden muss, da das Volumen der Späne wesentlich kompakter ist. Manchmal ist man jedoch durch den Werkstoff oder die entsprechende Bearbeitungszeit gezwungen, Kompromisse einzugehen. Beispielsweise Späne von Aluminium-Knetlegierungen oder anderen langspannenden Werkstoffen sind sehr elastisch verformbar, wodurch ein Spanbruch schwer zu erreichen ist. Hier kann man auch mit mittellangen Spänen durchaus zufrieden sein. Kommen wir nun zu den Haupteinflussgrößen, die sich auf die Spanbildung auswirken.
Hier spielen natürlich die verschiedenen Werkstoffe, welche bearbeitet werden sollen, eine entscheidende Rolle. Des Weiteren die Schneidkeilgeometrie wie Spanwinkel, Keilwinkel und Freiwinkel, die Geometrien auf der Spanfläche, welche auch Spanleitstufe, Spanformer oder Spanbrecher genannt werden, und zuletzt die Schnittdaten wie Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Zustellung, worauf auch die Anwender später noch Einfluss haben können. Fangen wir mit den Besonderheiten von Werkstoffen an. Heutzutage kann fast jeder Werkstoff zerspannend bearbeitet werden. In unserer Branche sind das hauptsächlich Stähle und Gusseisen. Aber selbst hier gibt es 1000 unterschiedliche Materialien und diese unterscheiden sich aufgrund ihres Kohlenstoffanteils, ihren Legierungselementen oder auch ihrem Wärmebehandlungszustand. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Nichteisenmetallen, Kunststoffen, faserverstärkten Kunststoffen und natürlichen Werkstoffen wie Holz oder Granit. Somit ist es eigentlich klar, dass all diese Werkstoffe auch unterschiedliche Zerspannungseigenschaften aufweisen. Aber auch Aluminium ist nicht gleich Aluminium. Schon durch kleine Unterschiede bei den Legierungselementen kann es zu langen oder kurzen Spänen kommen. Hier sollte man sich bereits im Vorfeld erkundigen, wie der Werkstoff sich beim Zerspannen verhält, um das passende Werkzeug auswählen zu können. Ihr merkt, dass das Thema sehr umfangreich ist. Wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal in einer gesonderten Folge behandeln. Ja, genau. Aber kommen wir nun zur Schneidkeilgeometrie. Hier seht ihr wieder unsere Winkelübersicht. Generell gilt, je größer der Keilwinkel, desto stabiler die Schneide. Im Grunde muss sich der Keilwinkel jedoch immer dem Spanwinkel und dem Freiwinkel anpassen. Diese bestimmen durch ihre Dimensionierung, wie groß der Keilwinkel werden kann. Es muss ja immer für die bestimmte Bearbeitungsaufgabe ein Kompromiss gefunden werden. Man benötigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Standzeit, Oberflächengüte, Schnittdruck, Schneidkantenstabilität und vielem mehr. Für weiche oder duktile, sprich elastisch verformbare Werkstoffe, wählt man einen größeren Freiwinkel, da hierbei das Material nach dem Schnitt wieder etwas zurückfedert. Daher benötigt die Schneide einen größeren Freiwinkel, um nicht am Werkstück Material zu schleifen. Bei harten Werkstoffen hingegen ist das Material kaum elastisch und federt entsprechend wenig zurück, wodurch ein kleinerer Freiwinkel ausreicht. Kommen wir nun zum Spanwinkel, der, wie der Name schon sagt, großen Einfluss auf die Spanbildung hat. Bei weichen Werkstoffen oder für eine Schlichtbearbeitung wird ein größerer Spanwinkel gewählt. Hierbei sind die Schnittkräfte und Temperaturen geringer, wodurch ein kleinerer Keilwinkel für die Bearbeitung stabil genug ist. Wir erinnern uns, es entsteht vorwiegend ein Fließspan. Dabei wird eine gute Oberfläche erzeugt, weil das Werkzeug schärfer ist und das Material besser schert. Für harte und spröde Werkstoffe oder bei Schrubbearbeitung werden kleinere oder zum Teil sogar negative Spanwinkel verwendet. Hier ist der Vorteil die hohe Schneidkantenstabilität und Wärmeleitfähigkeit. Dabei kann die Wärme über den breiteren Querschnitt abgeleitet werden und staut sich nicht an der Schneidkante. Auch bei unterbrochenem Schnitt zahlt sich die hohe Schneidkantenstabilität aus, wodurch es seltener zu Ausbrüchen oder Kammrissen an der Schneidkante kommt. Es entstehen vorwiegend Reiß- und Scherspan. Bei der Herstellung, insbesondere von Schneidplatten, wird zudem ein primärer und ein sekundärer Spanwinkel in die Spanfläche eingeformt. Hierdurch reduziert sich die Kontaktfläche, auf welcher der Span reibt und Wärme abgeben kann. Dadurch bleibt die Schneidkante kälter und stabiler. Bei Schlichtplatten ist dieser primäre Spanwinkel schmaler und bei Schrubbplatten breiter, da beim Schrubben größere Kräfte auftreten und höhere Vorschübe verwendet werden. Ihr seht, was für einen großen Einfluss die Winkel auf den Schnittvorgang und die Spanbildung haben. Ebenfalls eine große Einflussgröße ist die Geometrie auf der Spanfläche, auch Spanleitstufe, Spanformer oder Spanbrecher genannt. Diese Begrifflichkeiten beschreiben alle in etwa das Gleiche. Einfach als halber verwenden wir jetzt den Begriff Spanformer, da dieser am ehesten beschreibt, was das Ziel dieser Geometrie ist. Die beste Oberfläche entsteht, wie bereits erwähnt, beim Fließspan, wobei sich jedoch oft ungünstige Spanformen entwickeln. Dem wird mit Spanformern entgegengewirkt. Diese Kontur auf der Spanfläche soll den Span so formen, dass dieser kurz bricht und damit unter Kontrolle gehalten werden kann. Bestes Beispiel hierfür sind Wendeschneidplatten. Hier wird die Kontur oft eingepresst oder eingeschliffen. Bei Keramikschneidplatten wird teilweise auf die glatte Oberfläche der Platte ein austauschbarer Spanformer aufgeschraubt. Das vereinfacht die Herstellung der Schneidplatte und formt den Span, um einen Bruch zu erzeugen. Bei PKD-Werkzeugen wird von manchen Herstellern ein Spanformer in die Spanfläche eingelasert, um auch hier die Späne besser kontrollieren zu können. Kommen wir nun zum wichtigsten Einfluss für den Maschinenbediener, die Schnittdaten. Hierbei haben wir zum einen die Schnitttiefe AP.
wobei beim Schruppen eine große Schnitttiefe gewählt wird, da hierbei möglichst viel Material in kurzer Zeit abgetragen werden soll. Beim Schlichten hingegen wird eher eine kleine Schnitttiefe gewählt, um weniger Schnittdruck zu erzeugen, wobei eine bessere Oberfläche und Formgenauigkeit entsteht. Die Schnitttiefe hat ebenfalls einen großen Einfluss auf die Spanbildung. Da die Schneidplatten in den meisten Fällen durch die Geometrie der Spanformer auf einen bestimmten Schnitttiefenbereich abgestimmt sind. Wenn diese vom Hersteller vorgegebenen Werte unter- oder überschritten werden, kann dies zum Verlust der Spankontrolle oder zum Bruch durch Überlastung führen. Auch der Vorschub beeinflusst stark die Spanbildung. Im Zusammenspiel mit der Schnitttiefe legt der Werkzeughersteller den optimalen Einsatzbereich für sein Werkzeug fest. Hier ist sehr gut der Einfluss von Vorschub und Schnitttiefe zu sehen. Die Späne benötigen einen gewissen Querschnitt und eine Umformung, um zu brechen. Durch die Schnitttiefe und den Vorschub wird der Spanungsquerschnitt definiert. Schlichtplatten sind auf geringe Schnitttiefen und Vorschübe angepasst. Dabei entstehen kleine Spanungsquerschnitte, welche durch eine ausgeprägte Kontur auf der Spanfläche zum Brechen gezwungen werden. Bei größeren Spanungsquerschnitten sorgen die Stauchung und Streckung im Span selbst für den Spanbruch, weshalb hier die Spanformergeometrie eher dezenter ausfällt. Auch die Schnittgeschwindigkeit beeinflusst die Spanbildung enorm. Bei hohen Schnittgeschwindigkeiten wird der Scherbereich heißer, wodurch dieser an Festigkeit verliert und weniger Schnittkräfte auftreten. Ebenfalls wird durch die Wärme der Span weicher und biegsamer, was einen Spanbruch erschwert. Durch die hohen Temperaturen an der Schneidkante verliert diese ebenfalls an Härte und Festigkeit. Hierdurch steigt der Verschleiß der Schneide an. Wenn die Schnittgeschwindigkeit sehr niedrig ist, entsteht weniger Wärme bei der Scherung. In diesem Fall bleibt der Span härter und bricht eher. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass man dabei nicht in den Bereich der Aufbauschneidenbildung kommt. Es gibt noch weitere Einflüsse auf den Zerspanprozess, wie Kühlschmierstoff, Einstellwinkel, Schnittunterbrechung und vieles mehr. In den folgenden Videos wollen wir auf möglichst alle wichtigen Einflüsse eingehen. Genau. Wir hoffen, euch hat diese erste Folge gefallen und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Team von Spanart. Ciao, macht's gut.